Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Siedler 1. Heute Mission 16. Mit einem der schwersten Gegner, die wir bisher hatten. Man kann sich eigentlich vorstellen, dass es die heftigsten Gegner oder der heftigste Gegner ist, den wir bisher hatten, der richtig gut vorbereitet ist. Und wir müssen versuchen, das Ganze jetzt so ein bisschen so weit rauszuzögern mit Angriffen und angegriffen werden, wie es nur möglich ist. Und was auch besonders wichtig ist, wir müssen uns ganz schnell aufrüsten. Das auf alle Fälle. Es wird nicht einfach werden. Es wird nicht einfach werden. Ich habe mich schon mal vorher so ein bisschen ausgetestet an diesem Game und habe schon öfters versagt. Jetzt werden wir es wieder versuchen. Ich werde euch auch wieder mitnehmen. Und ja, wir versuchen einfach mal das Beste draus zu machen und versuchen, das Ding zu gewinnen. Den Sieg einzuholen. Einen groben Aufbau weiß ich schon mal ungefähr, wie ich irgendwo was so ein bisschen stehen haben will. Wir machen das Ganze mal ein bisschen schneller. Weil ich bin nicht so der Typ, der das so langsam haben will. Hier ein Steinbruch auf jeden Fall. Grundmaterialien sind, wie gesagt, gegeben. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist der Holzschreiner, also hier das Sägewerk. Das bauen wir jetzt, Moment, hier mit hin. Ganz wichtig, also Grundmaterialien, Grundaufbau, oberste Priorität. Natürlich auch Waffenschmiede, Gold, Münzenprägerei. Also das muss jetzt alles ganz, ganz fix gehen. Münzenprägerei kommt hier unten mit hin. Wir haben ja wie immer einen gewissen Grundanteil in unserem Hauptlager mit drinne. Ja, also was jetzt Gold betrifft, haben wir eine kleine Menge mit drinne. Ist sonst eigentlich nicht so. Diesmal haben wir aber auch Gold da, also sogar Münzen da. Und genug Waffenmaterial, um erstmal viele, viele Baracken soweit zu besetzen. Und auch gut zu besetzen. Ich werde auch viel mit Lagern bauen, um zu vermeiden, dass es hier irgendwie zu Staus kommt. Das wird mir nicht immer gelingen. Definitiv nicht. Aber ich will versuchen, das hier so weitestgehend wie möglich einzudämmen. So, hier mal noch ein Steinmetz auf jeden Fall mit hin. Also da kann es wirklich keine zu wenig Steinmetze geben, weil wir ja hier wirklich dann das Problem haben werden, die anderen Steinvorkommen, die sind etwas weiter oben. Das heißt, wenn wir hier nicht schnell genug sind, beziehungsweise wenn wir schnell genug sind und die Position nicht halten können, könnte es schon etwas eng werden mit den ganzen Steinen. Und das will ich so ein bisschen versuchen einzudämmen. Ich werde jetzt auch schon, wie gesagt, wie ihr unten seht, schon die ersten Farmen bauen. Damit wir schon mal ein bisschen was für die Grundversorgung haben. Ich weiß ja, dass da drüben irgendwie Gold oben war und unten ein winzig kleines bisschen Eisenerz. Nun nicht die Welt, aber es könnte vielleicht reichen, dass wir uns so ein bisschen vorbereiten können. Gold ist auf jeden Fall mehr als genug da, wenn ich dann dort bin. Deswegen möchte ich schnell die Grundversorgung herstellen, da das ja alles sehr, sehr schnell gehen muss. Deswegen haue ich auch schon mal das Gold raus, was wir hier am Anfang schon da haben im Lager. Dass das ganz schnell verarbeitet wird. Mit der Waffenschmiede ist es ja genauso, ne? Also Waffenschmiede, alles was an Eisen so weit verarbeitet ist, soll bearbeitet werden. Genau hier nochmal auch die Anbindung an das Lager. Drüben bauen wir jetzt gleich noch ein paar Fischerhütten mit hin. Und wieder das berühmte Lager. Mir geht es ja größtenteils wirklich bloß darum, erstmal, wie gesagt, die Staus zu vermeiden und einen guten, ja, Rohstofffluss, kann man schon fast sagen, zu gewährleisten.
Wir könnten eigentlich, ich sehe hier unten, staut sich das auch schon wieder mit dem Baumstämmen. Die könnten wir hier eigentlich rumbiegen, also rumgeben. Vielleicht sogar noch einen Weg mit nach oben bauen. Hier nach unten sowieso. Also ihr seht, die Wege sind ja auch in dem Sinne wichtig, viele zu haben. Ich bin immer noch am Überlegen, wie wir das mit dem Holz machen. Ah, hier unten sind sie schon weit gekommen. Da können wir schon mal die ersten Erkundungen anstellen. Gleich mal schauen, was dort mit ist. Ah, mehr geht sowieso nicht. Hier unten versuchen wir auch gleich mit rumzukommen. Ich glaube, da unten war noch dieses kleine Fitzelchen, was an Eisen mit da war. Da werden wir dann dementsprechend auch mal gucken. Vielleicht hier erstmal noch einen Holzfäller mit hin. Hier noch eine Farm, also genau, ein Förster. Jetzt fiel mir der Name nicht ein. Vielleicht sogar noch ein Sägewerk. Ich will ja, wie gesagt, auch schnell, dass Gebäude ganz schnell errichtet werden können. Und da wäre es schon gut, auch an solchen Stellen gut ausgestattet mit Holz zu sein. Das würde mir schon sehr, sehr weit helfen. Hier oben auf jeden Fall die nächste Baracke. Gleich mal mit nach hinten durch. Sehr gut. So, da oben dürfte dann bald schon das Gold kommen. Wir werden erstmal ab dem Punkt speichern. Also ich sag mal, der grobe Aufbau ist jetzt schon mal gegeben. Wir haben Steine, wir haben Holz. Wir haben schon mal was, womit wir Waffen produzieren können. Und wir haben eine Münzenprägerei, mit der wir die Münzen schon mal herstellen. Ein paar sind jetzt schon von den eisernen Reserven, die wir sowieso da hatten, jetzt schon mal hergestellt. Und jetzt fehlt eigentlich bloß noch Nahrung. Also wir brauchen viel, viel mehr Nahrung. Und Rohstoffe. Viele, viele Rohstoffe. Aber da müssen wir gerade auch noch an die geeigneten Stellen kommen. Hier könnte ich mir schon mal gut vorstellen, die erste Schweinefarm zu bauen. Und dementsprechend, wenn es der Platz denn noch zulässt, irgendwo in der Nähe einen Schlachter hinzubauen. Also eine Fleischerei. Genau da. Das wird der Farm jetzt keinen Abbruch erleiden lassen. Hier schon die ersten Fischerhütten. Bauen wir vielleicht gleich drei. Sehr gut. Und alle drei gleich mit verbinden. Können die alles in einem Aufwasch mitmachen. Wie gesagt, Materialien sind auf jeden Fall da. Ich habe die Transportwege für Holz immer noch auf dem obersten Level. Also das ist mit oberstes Gut, was transportiert wird. Ich glaube, das lasse ich auch erstmal so. Weil noch haben wir jetzt auch noch nicht wirklich viel Gold oder irgendwelche Lebensmittel, die jetzt ganz wichtig transportiert werden müssten. Okay, hier ist besetzt. Lager ist fertig. Das passt sehr gut. Ah, da sehe ich auch schon, dass wir da Eisen haben. Da könnten wir gleich nochmal gucken. Ich glaube, da drüben das Eisen, das können wir noch nicht mitnutzen. Da müssen wir hier nochmal mit ran. Ich glaube, es gibt da so eine gewisse Stelle auf dem Berg, wo ich auch auf dem Schnee ein Eisenbergwerk bauen kann. Habe ich bisher so noch nicht gehabt, aber wenn es uns schon geboten wird, warum sollen wir es denn nicht nutzen? Ne? Wir haben sowieso nicht so viel Eisen. Da bin ich über jede Eisenquelle sehr, sehr dankbar. Hier? Nee.
Ja, wir warten erstmal noch ein bisschen ab. Vielleicht finden sie ja noch diese eine Eisenquelle. Hier hätte ich gern schon mal einen Steinmetz. Moment, hier erstmal Baracke, logischerweise. Und weiter außen dann den Steinmetz. Einmal ran. Genau. Und jetzt den Steinmetz. Ja, baut man hier mit hin. Da ist so weiter in der Mitte von den anderen Teilen, von den anderen Steinen. Sehr schön. So, die können wir schon mal anfangen, die Geologen mit hinzuschicken, weil immer noch nicht, weil dort die Wahrscheinlichkeit von Gold sehr, sehr hoch ist. So, die Grenzen hier raus zu sind schon mal sehr gut. Ich würde schon weitergehen, indem wir hier schon mal die erste Burg errichten. Einfach bloß als Sicherung der Grenzen. Oh, Moment. Eisen. Das kleine Fitzelchen Eisen. Aber wie gesagt, im Schnee ist auch noch irgendwo Eisen. Ich weiß aber noch nicht wo. Es ist einmal da, aber es ist auch noch im Schnee woanders. So viel weiß ich noch. Es bleibt bloß herauszufinden, wo dieses Fitzelchen Eisen ist. Da. Moment, erstmal kurz hier die ganzen Dinge abhaken. Ah, hier oben haben sie Gold gefunden. Auch ganz, ganz wichtig. Aber mir ging es gerade um das Eisen hier. Hier! Hahaha! Ich wusste es doch. Hier irgendwo war es gewesen. So, das verbinden wir jetzt. Heißt, wir haben jetzt erstmal zwei Eisenvorkommen. Also zwei Eisenminen mit, ich sag mal, viel Eisenvorkommen da. So, hier bauen wir die ersten Goldminen. Direkt mit dran. Ja, hier auch noch. Und da drüben wächst jetzt schon unser nächster Steinmetz. Sehr gut. Der ist auch schon so gut wie fertig. Na, passt auf jeden Fall wunderbar. Also Kohleminen haben wir ja jetzt auch noch ein paar gebaut. Ich weiß gar nicht. Falls wir da noch welche brauchen, haben wir hier oben noch mal mehr als genug Kohlevorkommen. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Ich glaube, das Gold, das ging jetzt noch bis zu der Fahne ungefähr. Und alles, was drunter liegt, war dann größtenteils Kohle gewesen. Hier würde ich gerne die Außengrenzen noch mal ein bisschen weiter sichern. Nein. Fischerhütten brauche ich auch. Die kann ich schon mal hier oben hinstellen. Genau, und hier hätte ich gern zum einen ein Lager und zum anderen dann eventuell noch eine Baracke, um das Ganze so ein bisschen sicher zu machen. Aber mir ist die Lebensmittelversorgung hier enorm wichtig, deswegen bauen wir die hier noch mit ran. Na, ich sehe schon da oben die potenzielle Gefahr durch unseren Gegner, dass sich die Grenzen so weit verschieben könnten. Also könnten wir eventuell hier nochmal eine Baracke aufbauen. Ja, das ist das, was ich sowieso vorhatte. Das, was hier oben ist, erstmal so weit sichern. Wir können erstmal den nächsten Geologen mit hin. Und hier ist das, was ich meinte, ne? Alles, was unterhalb dieser Fahne gewesen ist, betrifft jetzt meistens Kohle, die wir auf jeden Fall noch größtenteils mitnutzen werden, um Gold und alles mit herzustellen. Ich werde aber auch zeitnah noch eine Schlosserei bauen. Alleine um noch viel, viele Bergwerke mehr zu haben als unser Gegner, die wir besetzen können, um das Ganze noch ein bisschen schneller voranzutreiben. Das heißt, ich werde wohl das ein oder andere Eisenstück auch an unsere Schlosser weitergeben. Ich werde es aber so machen, dass ich die Verteilung gleich lasse. Also der Schlosser soll genauso viel kriegen, wie im Endeffekt die Schmiede an Eisen bekommt. Weil es im
weil es eigentlich, ja, naja, weil es eigentlich, jetzt habe ich schon Faden verloren, weil es eigentlich nur zu unserem Vorteil ist, so rum, Entschuldigung, weil es eigentlich wirklich nur zu unserem Vorteil ist, wenn unsere Minen größtenteils besetzt sind und gut versorgt werden können. An Lebensmittel scheitert es mir eigentlich nie, ne? Also Weizen habe ich größtenteils mehr als genug, weil ich sehr, sehr viele Bauernhöfe baue. Da ist wiederum die Frage, können wir das ganz schnell verarbeiten, halt indem wir es bei Schweiner in der Schweinefarm mit reinbringen oder zum Bäcker mit reinbringen. Mein Problem ist bloß, dass die Minen dann größtenteils nicht beliefert werden oder zu viel beliefert werden, überausgelastet sind, wie auch immer. Und ich dann keine neuen Minen bauen kann oder schon bauen kann, aber halt die nicht besetzt werden, weil es Personal fehlt, ne? So, wir können hier weitere Goldbergwerke, Kohlebergwerke bauen. Das ist sehr gut. Und je schneller das vorangetrieben wird, umso besser. Jetzt am Anfang ist es natürlich ganz logisch, dass der oben bei der Goldmine zum Beispiel nicht gleich sofort was bekommt. Das spielt sich aber dann alles noch ganz klar ein. Wir bauen, wie gesagt, das, was ich euch sagte, die Schlosserei mit rein. Um noch viel weiter das Ganze auszubauen. Ich muss aber gleich dann noch... Ja, hier erstmal Lebensmittelverteilung. Diese Werkzeugliste bearbeiten. Haben wir eher nicht so. Sense, das ganz wichtig. Die Angel auf mittlere Qualität. Das ein bisschen, die Kneifzange ein bisschen höher. Weil das sind ja unsere ganzen Schmiedeleute. Also, beziehungsweise nicht Schmiede, sondern Eisenschmelzeleute. Der Hammer steht für unsere Schmiede und für die Geologen. Und deswegen lasse ich den auch auf einem gewissen Grad, zwar nicht sehr viel, aber auf einem gewissen Grad mit nebenbei laufen. Sollte ich dann eher mehr Waffen brauchen, weil das Werkzeug jetzt nicht so wichtig ist, kann ich das ja mit der Schlosserei so nach und nach runtersetzen. So wie es bei Siedler 2 ist, geht es hier nicht, dass ich einzelne Betriebe einfach mal zum Stillstand bringen kann. Das geht nun nicht. Das könnten wir aber... Wir können diese Produktion von den einzelnen Betrieben jeweils runterschrauben. Und halt nur die Überlebensnotwendigen laufen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. So. Gold und Schmiede haben auf jeden Fall gut zu tun. Da werde ich mir auf jeden Fall noch überlegen, ob ich nicht weitere Gebäude dementsprechend noch bauen werde. Wie zum Beispiel noch eine neue Goldmine oder eine weitere Waffenproduktionsstätte. In dem Fall die Goldmine, also die Münzenprägerei. Schloss ist auch fertig. Hier konnten wir unserem Gegner noch den Spaß verderben, haben die Grenze rechtzeitig noch verändert. Das heißt, wir haben hier freie Bahn und könnten eventuell noch die ein oder andere Farm bauen. Ihr seht es, an Weizen ist es bei mir nie zu eng. So, hier eventuell schon mal gucken, ein Schloss. Bin am Überlegen, ist Schloss wirklich die richtige Wahl? Ich wäre ja doch eher für so einen kleinen Wachturm, ne? Weil Schloss dauert immer so lange, ne? Schloss dauert wirklich immer so lange. So, hier erstmal der Wachturm. Sehr gut. Und hier vielleicht noch so eine kleine Fischerhütte, dann passt das wunderbar. Bauen wir auf jeden Fall mit dran. Na gut. Ich würde sagen, das ist erstmal ein guter erster Aufbau. Wir sind gut vorbereitet. Wie es dann hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sag schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.